Hallo und herzlich willkommen zu einem. Oh, wie nenne ich das denn? Das könnte ich jetzt nicht angespielt nennen, weil. Ich mache draußen eine neue Rubrik. Ich nenne es ab jetzt Classic, ja? Herzlich willkommen zu einem Classic, ja? Diesmal mit Red Faction, einem PlayStation 2 Spiel von THQ. Was kann ich dazu sagen? Viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe Red Faction leider noch nie gespielt. Ich habe Red Faction 2. Oh, ich darf nicht so lange im Hauptmenü bleiben. Gut zu wissen. Ich habe Red Faction 2 gespielt. Red Faction 2 mit meinen Geschwistern. Und das war damals eine meiner Lieblingsspiele, weil das ein Shooter war, den man einfach zocken konnte und den man mit mehreren Spielern auf der PlayStation 2 zocken konnte, ohne irgendwie einen Ethernet-Kabel, so wie man es damals genannt hat. Ich sag einfach mal, LAN-Kabel halt, ne? Anzuschließen, sodass man halt im Internet spielen konnte. Wir testen heute Red Faction. Ich schau mir jetzt mal an, wie es ist. Ich schalte einfach mal easy, weil ich habe das Spiel ja noch nie gespielt. Mars. I always thought of it as a romantic place. Planet of mystery and adventure. Came here 6 months ago thinking it would be an escape from Earth. I wanted some time to think, to figure out what to do with my life. A year in the Altor mine sounded like a great way to straighten myself out. Man, was I a fool. Life in the mines is hell. I haven't had a minute to myself since I got here. You're jammed 8 to a room, time-sharing your bunks. Conditions are barely livable, and the guards are everywhere. Altor doesn't care if we live or die. We're at the breaking point. And then there's the plague killing off miners left and right. When the guy next to you dies before your eyes and your turn could come any minute, it freaks you out. No one knows what causes it or how to cure it. Or at least the miners don't know. Someone named Eos is putting up pamphlets in the barracks, claiming that Altor is responsible for the plague. The pamphlets urge miners to be ready to revolt against Altor. A lot of miners are muttering, but nothing's come of it yet. As bad as things are in the barracks, they're brutal down in the mines. You spend 10 hours drenched in your own sweat in the Enviro suit, grinding away at rock walls. The guards make sure you work the whole shift. They enjoy their work way too much. You get out of the driller after your shift's over and all you've done is dig yourself in a little deeper. Don't know how long I can keep doing this. Also es tut mir furchtbar leid, das Spiel hat leider keine Untertitel. Deswegen versuche ich mal so gut wie es geht hier zu übersetzen. Er hat gerade gesagt, has ended. Miners return to barracks. Oh Gott, warte mal. Das hat invertierte Steuerung. Wie kann ich das anpassen? Optionen. Steuerung. Nee. Game Settings. Crosshairs. Weapons Way, Auto Aim. Environment. Weapon Press, Auto. Advanced Control. Inverted. No. Da! Perfekt. Jetzt müsste es eigentlich normal wieder sein. No. So. Parker, shift's over. Perfekt. Also, der Typ arbeitet wohl in der Mine. Und es gibt wohl so ein Virus, der viele getötet hat. Und ja, viel habe ich leider nicht bekommen, weil es ein bisschen. Moment, ich guck mal, ob ich irgendwie Untertitel hier reinbekomme. Audio, Video. Nein, Game Settings. Auch nicht. Okay, geht nicht. Schade. Gum. Just let me go, or else. You threatening me? Yeah, well, threaten this! Oh!
Try it. Disturbance in Mine Sector M4. Code yellow alert. Ah, man kann nur aus der Ego-Position schießen, okay. Also selbst. Von der Hüfte. Gut, sind wohl Soldaten gewesen, die hier diese Gegner angegriffen haben. Boah, Alter, die ist auch voll langsam, ja. Warum muss ich eigentlich immer die Scheiße anpassen? Das ist so eine Scheiße hier. Game Settings. Nee, wieder falsch. Controls, da. So, X-Achse auf Hälfte. Oh. Stimmt, ich hab den anderen Controller leider verwendet. Alter. So. Perfekt. So, dann. Ja. No. So. Ah, so ist es auch besser. Auch wenn es ein bisschen hier zu schnell ist, aber egal. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit nach oben zielen. Das ist ein Gegner. Okay, scheint nicht, als ob es ein Gegner wäre. Dann laufen wir mal weiter. Was ist hier? Just you and me, Miner! Okay, das hat irgendwie Auto-Aim-Funktion. Okay, warte, ich muss auf Nummer behalten, das geht gerade gar nicht. Tut mir furchtbar leid, aber irgendwie ist die Steuerung nicht so. Naja. Also das ist halt ein altes Spiel. So. Deswegen kann ich das jetzt nicht das übernehmen, dass es jetzt nicht so die perfekte Steuerung hat. So, wir wollen natürlich nicht speichern. So. Ja, jetzt geht's auch einigermaßen. Es ist okay jetzt. Also, auf jeden Fall, Red Faction. Red Faction 2 habe ich nicht. Okay. Additional security required in Mine Sector M4. Guck mal, den an. Ich Elektroschock. Oh Mann. Auf jeden Fall ist es ein altes Spiel. Ich habe damals Red Faction 2 gespielt mit meinen Geschwistern. Mega geiles Spiel, vor allem mit der Story habe ich nie gespielt. Miners, this is Eos, leader of the Red Faction. Our time has come. Workers in Mine M4 have started the rebellion. They're fighting and dying for you as I speak. Find the Red Faction members among you. Join us and strike back at Altor. Together we can. All miners are ordered to ignore unauthorized announcements and return to their barracks immediately. Aha. Gut, wir gehören also zur Red Faction. Was ein Wunder, so heißt ja auch das Spiel. ja, wie gesagt, das Spiel ist halt ein bisschen älter, ne? Das sieht halt auch nicht. Help! Help! Wo kamen die Geräusche? Oh! Thanks. Hey, come with me. A bunch of miners are heading up to the docking bay to steal a shuttle. They're gonna get off Mars and back to Earth. You help me reach the shuttle and I'll make sure they take you along. Ja, alles. Alles gut. Es gibt halt sehr, sehr viele Red Faction Teile. Oh. Okay, der ist gestorben. So, die kommt natürlich nicht davon. Was ist denn eigentlich hier? Muss ich hier lang? Ich guck mal. Map. Gut, bevor ich jetzt wieder hier unterbrochen werde. Also, ich hab das... Alter. Leute, ist ja wieder zu Leben gekommen, oder? Oder was ist mein anderer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nochmal... Wieder von vorn, da ich jetzt die ganze Zeit unterbrochen werde. Jetzt lass mich aber nicht unterbrechen. Ich habe das Spiel nie gespielt auf der PlayStation 2, also die Story. Und würde mich halt interessieren, was die Story so kann. Weil es sah halt auf der PlayStation 2 damals okay aus. Ne? Also es war, ist heutzutage wieder mal sowas gespielt, wegen der Grafik wahrscheinlich. Und den Animationen. Aber naja, zu damaligen Verhältnissen. Code Red Alert in Mine M4.
Security Level 2 Response required. Warum schickt er nicht? Geht doch. So. Muss ich hier runterspringen? Was ist das denn? Ich hoffe, das ist jetzt nicht etwas, was mich killen könnte. Egal, ich spring mal runter. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Oh, ich kann hier hochklettern. Komm, kämpfe, kämpfe, kämpfe. Jawohl. So, Helix ist ein Rocket Launcher. Jawohl. So. Damit wird jetzt... Help! Help! So, weg mit dir. Immerhin, das muss man sagen. Die Animation, also hier mit der Raketenwerfer, wenn ich auf den Boden schieße, die Effekte stimmen auf jeden Fall. Ja, weil hier ist jetzt so ein Krater entstanden durch den Raketenwerfer. Eigentlich sehr realistisch sogar, zu damaligen Zeiten. Oh, das Spiel ist jetzt die beste Grafik oder die schönste, aber es hat immerhin... Code Red Emergency in Mine also and 4. Funktioniert wenigstens. Security das Level 1 Response required. Come on, tough guy. Hier hast du einen tough guy hier. Mercy, please. Mercy, please. Ja, jetzt wächst du, wa? Du Lutscher. Er lebt ja immer noch. Warum lebt er noch? Geht doch. Hälfte der King zerstört, aber... Ist okay. Genau, dafür steht ja auch Red Faction, für die Zerstörung. Und das ist das, was das Spiel auch sehr... sehr unterschieden hat von anderen Spielen von damals. Also das ist, glaube ich... Oh mein Gott, ich darf hier nicht fallen, oder? Ja, ich darf hier nicht fallen. Oh, ich spring schon. Ich spring schon nochmal. Achso, R3, stimmt. R3 springt. Nein, ich wurde... Oh, Alter. Der Schaden. Aber immer bin ich in dieses Ding reingefallen. Wahrscheinlich wäre ich schon instant gestorben. Zerfleischt worden, Mensch. Oh ja, die ultra geile. Leute, ich muss nach oben gucken, damit ich die Leiter hochsteige. Vielleicht soll ich mal jetzt die Waffe wechseln. Control Button. What the fuck, habe ich jetzt eigentlich. Habe ich jetzt wirklich den Control Button mitgenommen? Hey, wieso wechsle ich denn zur Pistole? Oder? Ich muss jetzt die ganze Zeit mit dem Raketen einfach rumlaufen, ne? So, der ist tot auf jeden Fall. Ich hab den Typen getroffen, aber das Loch in der Wand habe ich auf jeden Fall gemacht. Nice. So. Was ist das hier? Ist das ein Bohrer? Ist das ein Chicken? Sieht aus wie ein Hühnchen. Und was sieht aus wie Hühnerbeine, ne? Die Waffe der Zukunft. Hühnerbeine. So, gehen wir mal hier weiter. Was ist hier drin? Ah, Armor. Nice. Triller Maintenance. Guard Station. Guard Station, ja. Ich lese auch schon wie so ein Typ, der nie Englisch konnte. Gehen wir mal zur Guard Station. Ah ja, du mit deinen Raketen einfach weg hier. Remember every dead miner, every injustice and strike back. Oh, die wird Scheiben kann man doch noch. Geil. Lol, hat er mich geschlagen? Der hat mich geschlagen. Lol, was ist das denn für einer? Ach, der ist doch. Ja, komm, Alter, hier. Hau weg hier. So, was ist hier? Nix. Gut. So. Red Emergency in Mine M4. Security Level 1 Response ich hier rein, required. Stop! I don't deserve. Ich muss aber sagen, dass das Spiel so schon witzig Parker, ist. You don't know me, but my name's Hendrix and I want to help you. I'm a security technician with Altor. I have my own reasons for hating them and wanting to help you. I've been watching the riots on security monitors. Hey, und das Spiel, you're the only miner from M4 to make it this far. Oh my god. Vielleicht be careful, das Parker. Altor's rushing forces in to block the mines and keep the rebellion ready. Ich lauf hier vorbei. Weil der trifft mich ja eh nicht. Ich muss aber schon sagen. Oh, das Spiel ist echt witzig, ja. Aber nicht jetzt wegen den Dialogen und so, sondern. Oh! Ich hab doch schon eigentlich die. As
Attention, all personnel. Mein Alter, Ausweichen aller Matrix-Tiere, was? So, du auch weg hier. Ja, ich hab noch genug Muni dafür. So. 12mm Rounds, picked up. Nice. Und was hier so schön ist, wenn ich hier aufmache, ist doch bestimmt der Panzer da drin, oder? Ne, okay, dann gehe ich mal hier weiter. So. Die Messung werden wir auf jeden Fall machen. Er sagt. Warte, fährt der sogar vorbei? Leute, der dreht schon. Schon wieder hier. Ich soll schnell die töten, bevor er sich jetzt umdreht und mich dann killt oder so. So. Lift. Okay, vielleicht muss ich das machen. So, erstmal die ganzen Gegner hier töten. Was ist hier? Oh, hier komme ich nicht mehr durch. Okay, dann muss ich wirklich zurückgehen. Scheiße. Das heißt, ich muss wieder an diesem panzerähnlichen Ding vorbei. Lol, der ignoriert mich einfach. Okay, dann gehe ich mal schnell dahin. Also, ich sag mal so, es ist halt veraltet. Es ist. Was macht das jetzt? Dreh dich um. Ignoriere mich einfach. Genau wie ich ignoriere. Kann man eigentlich dann vorbei? Fällt er mich um? Oh, ich bin tot. Lol. Was? Wie? Return to Main Menu? Warte mal. Okay, das war der Story-Modus. Dann zeig ich mal ein bisschen den. Hier, dann zeig ich mal hier den Multiplayer-Modus. Also, das Spiel schenkt dir keine zweite Chance wohl. Dann machen wir hier so das hier. Ja, wir nehmen einfach hier, Alter, wie viele Parkers gibt es? Suit Parker, jawohl. Ja, wir nehmen mal Suit Parker. Machen irgendeine Map einfach, machen wir die hier. So, Number of Bots. Machen wir, Time Limit. 15 Minuten. 15 Minuten sollen ausreichen. Machen wir 6 Bots auf Medium. So. Start Game. Nein. Nicht speichern. So. Ah, okay, jetzt geht's los. Also, genau das habe ich mit meinem kleinen Schiffer und meinem Vorschuss dabei gespielt. Wow, wow. Okay, krass. Stirb. So, gib mir deine Waffe. Ja, was war das? Ach, das hat mich schon gern. So, du schiffst auch. Wo kriegen die alle? Wo haben alle diese Waffen her? Oh, oh. Aua. Okay, ich glaube, ich muss jetzt rumlaufen, damit ich die Waffen finde. Ach, ich muss respawnen, damit ich nicht drücken. Da! Das hat mich wieder. Oh, lol, der ist gerade gespawnt. Ja, Spawn Trap hier am Fight. Voll geil, ey. Alter. Also, das ist gar nicht die Wolf wohl nicht. Ich hab einen Rail Driver bekommen. Wie wähle ich den aus? Ah, mit R2 bestätigt, sehr schön. LOL! Man sieht halt, es ist halt fast wie so ein Rail Shooter. So, man lenkt eigentlich. Ja gut, man kann seinen Charakter lenken, ne? Und nicht nur den Stick. Aber hier, du hast Auto-Aim, ne? Ich muss wirklich nicht aim. Das Spiel macht das von selbst. Oder warte, gab es das eine Option, mit dem ich das hier ausmachen konnte, oder? Auto Aim. Weapon Prepares. Game Settings, glaube ich, oder? So, Auto Aim. Off. So. Ah, guck, jetzt muss ich mein eigenes Skill verwenden. Sehr gut. So. Lol. Der Schreiber. Ich sterbe. Das ist so episch. Oh. Stirb. Alter. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Red Faction Teile. Auf der PS2 gab es Red Faction 1 und 2.
Auf Session 3 gab's Guerilla und wie hieß denn das andere nochmal? Armageddon, glaube ich. Was leider nicht so gut ankam. Ich glaube, es war auch das letzte Teil. Ich mich nicht falsch erinnere. Ich hoffe, es war das letzte Teil von Red Faction. Oder nee. Doch, Armageddon, glaube ich, war der letzte Teil. Ich glaube, Guerilla war noch gut. Armageddon war nicht so gut. Ich habe Guerilla nie gespielt. Ich habe halt nur mal eine Demo ausgespielt. Und ich fand halt das Prinzip von Guerilla super. So, oh mein Gott, Rocket Launcher, jawohl. Dann machen wir mal hier. Gegner fertig hier. So. Alle wegklatschen von mir hier. Schade. Jetzt bin ich gestorben. So, wie viele Kills habe ich denn schon? 15. Das heißt, die Hälfte. Boah, ist das eigentlich schon geil, dass man. Shotgun. Alter! Ich würde es dann zum Spiel vergleichen. Also, an was es erinnert, aber. Ich frage mich gerade, an welches Spiel das erinnert. An Quake vielleicht? Also mit dem. Mit dem aus der Hüfte schießen und. Oh mein Gott, da schießt jemand hinter mir. Wo ist der Typ? Der Raketenwerfer. So, was ist das hier? Assault Rifle? Wo denn? Da. Komm her! Bleib stehen! Autsch. So. Ist es Quake ähnlich? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Ja, es ist halt alt. Und die Steuerung ist alt. Waffensound ist alt. Aber für damalige PS2-Verhältnisse eigentlich ein super Spiel gewesen. Und Red Faction 2 wird natürlich das auch nochmal toppen. Das werde ich ja auch nochmal spielen. Ja, dazu werde ich auch nochmal was machen. Aber zum kleinen Einblick zu Red Faction, weil ich selber auch das Spiel noch nie gespielt habe, war auch mal nötig so. Weil es halt, ich glaube sogar, es ist sogar Spiel, Videospiel, Historie. Ich bin gerade verwirrt gewesen, warum ich gerade gestorben bin. Ich weiß, dass ich gestorben bin. So, ja, mit deiner Dings da. Leute, ich hab's schon aufgenommen. Jetzt. So. Ich weiß auf jeden Fall, um welchem Spiel mehrere Free Play-Spiele ihre Engine genommen haben. So. Ist das ein Raketenwerfer? Ja. Ah, da waren wir hier unseren Teil zur Map. Ja, so. Wo? Oh, Alter, wenn man weg. Läuft, da bin ich gestorben. Okay, das war jetzt voll Bobby-mäßig. Da läuft der Bot hier. So, weg mit dem, weg mit dem. Lol. Alter, ich bin so schlecht. Es ist auch voll schnell, das Spiel. Also, es macht wirklich hier wohl krasse Reflexe. So. Ich hab mich schon gern. Oh, Rocket Launcher? Ne, was ist das denn? Ah doch, Rocket Launcher. So, springen wir dann mal den Typen hier weg. Automatik Shotgun. Guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, guck dich mal den an, ne? Und dann knallt er mich weg, der Penner. Alter, das ist ja voll den Kill. Alter, der ist ja voll im Rampage-Modus, der Typ hier. Ich brauche eine andere Waffe hier. So, automatische Shotgun habe ich gerade aufgenommen. Jetzt holen wir noch Gegner. Ach, da ist er ja. Hab ich einen Kill gemacht? Ich hab einen Kill gemacht. Aber scheiße, ich bin nicht mehr mit dem Kill gemacht. Scheiße! Ich brauch eine Waffe, ich brauch eine Waffe! Gib mir die Waffe! Da! Alter! Also gesagt, die Pistole unnötig schlug nie. Okay, wieder versagt. Boah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht hier eingeholt gegen Botze. Was ist das? Submachine Gun. Ah, wieder die MP. Alter, die Drehung von mir, ne? Die ist so langsam. So, 25.
Alter, ich schieße wie, so, ich schieß wie eine Oma, ne? Würde gerade Setting zu arbeiten, aber egal jetzt. Ey, ich wäre schon dran. So. Was ist das? Oh. Da war gerade an mir jemand vorbeigelaufen, oder? Da. Oh, oh, mein Fernseher geht aus. Mein Fernseher geht aus. Aber hab ich jetzt nicht gedacht. Scheiße. Mein Medik geht da drauf noch. So, Nummer 27. Ich brauch die Shotgun. Gib mir die Shotgun. So. Jetzt hat er die Shotgun aufgenommen. Oh, das ist ein Arschloch. Egal, noch zwei Kills und ich hab's geschafft. Ja, also. Kann ich auch mal gleich sagen. Lol, wie er geflogen ist, wie er auch mir aufgeschreckt ist, dass ich ihn angeschossen hab. Gibt's hier Nahkampfangriffe? Lol, der Gegner hat seinen Kill geklaut. Hier, der eine Bot da. Scheiße. Also, ich kann schon mal so ein kleines Fazit im Spiel. Also, zu heutigen Verhältnissen würde ich das Spiel definitiv nicht zocken wollen. Kann ich schon mal sagen. Damals hätte ich wahrscheinlich das Spiel wirklich totgesucht. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel, glaube ich, rauskam, war, glaube ich, so um 1990 oder 2000. Oh, ich muss noch 5 Kills machen, statt ich muss 30 machen. Okay. Also, Red Faction 2, ich glaube, als ich das damals gespielt habe, war es so 7, 8 Jahre, oder? Und das hat damals voll viel ausgemacht für mich, weil damals gab es die Shooter, wo man so mit mehr Spielern zocken konnte. Weil ich habe damals wirklich so auf mehr Spieler-Shooter geachtet, die ich auch mit meinen Geschwistern spielen könnte oder auch mit meinen Kumpels. So, dann gab es halt Red Faction und dann habe ich auch Red Faction Tag und Nacht gesuchtet. So, hat auch richtig Spaß gemacht. So, aber die Zeit vergeht, die Spiele werden immer innovativer. Oder momentan auch fallen die wieder in das alte Schema zurück. Die Ideenlosigkeiten. Aber so die Shooter haben sich halt hart leider. Wenn man jetzt mit das Spiel mit so einem Call of Duty ne, vergleicht oder mit einem Battlefield, so kann das Spiel halt eigentlich gar nichts. So, ne? Das ist halt hier eine Nostalgie, für die damals schon aufgewachsen sind. Für die Ewigkeit, ne? Das ist dann nett. Aber so jetzt für private Runden oder so mit Kumpels zocken. Ja, mit Kumpels zocken ist das vielleicht auch nochmal nett. Also mit Kumpels das Spiel spielen, ne? Das wäre auch nochmal geil und fett. Aber so allein spielen oder die Story eher weniger. Story ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt hier in dem Spiel loben würde. Vor allem. Game over. Jawohl, gewonnen gegen Bot. Der Alten schießt immer noch auf mich. So, press to continue. So. Also, das war mein Classic. Ja. Das Spiel hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Also, jetzt gerade vor allem hatte ich sehr viel Fun gehabt. Das mit dem Story-Modus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das war, weil ich kann mir nicht erklären, warum ich gerade einfach wieder zurück ins Hauptmenü geworfen wurde. Und ich hoffe nicht, dass man jetzt jedes Mal ins Hauptmenü zurückgeworfen wird, wenn man die Mission verkackt. Weil dann wäre es ja voll brutal, dann müsste man ja immer wieder von vorne anfangen. Ich habe leider da keine Ahnung. Ich will es aber auch nicht austesten, weil das war's jetzt mit dem Classic. Ja? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt für Leute, die auf alte Shooter stehen, denen es auch nichts ausmacht, dass man halt veraltete Engine vielleicht noch hat hier. Nichtsdestotrotz verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Classic. Ja? Ciao, ciao!